So, meine Damen und Herren, einen schönen Nachmittag wünsche ich. Herzlich willkommen am Donnerstag, dem 22.06.23. Wir haben es 15 Uhr und 36. Und in Koblenz wird es jetzt langsam dunkel. Wir haben auch schon eine offizielle Unwetterwarnung bekommen. Wir sind vielleicht ein bisschen spät losgefahren, aber es wird jetzt finster und gleich knallt das. Das gucken wir uns an, wahrscheinlich komplett aus dem Auto raus. Wer also auf sowas nicht steht, guckt bitte was anders. So, wo fahren wir denn hin? Ja, ich habe was im Kopf. Wir fahren zu einer anderen Stelle als sonst. So, hier kannst du immer wunderbar dich nur in die Kreuzung reintasten und dann fahren. Ja, bundesweit gesehen ein sehr denkwürdiger Wettertag. Wir haben eine bombastische Luftmasse, das kann man kaum anders sagen. Leider bin ich heute alleine unterwegs im Vergleich zu von vor zwei Tagen. Darf der eigentlich damit rumfahren? Okay, der hat ein Kennzeichen unten dran. Ja, und wir nehmen jetzt Gewitter im Empfang. Das Problem ist, dass ich heute noch Nachtschicht habe. Vor der ersten Nacht haben wir es. Ich habe mir extra einen Wecker schon auf 12 Uhr gestellt, statt auf sonst 13 Uhr, um noch zu erledigen, was zu erledigen ist. Der Trockner läuft, da ist die Bettwäsche drin. Ich war schon einkaufen, ich habe mein Donnerstagsvideo hochgeladen, das ist also alles erledigt. Und ja, jetzt haben wir noch gut 3 Stunden maximal Zeit. Uns noch ein paar Gewitterchen reinzuziehen, die sich an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland gebildet haben. Die holen wir uns jetzt ab, die verstärken sich auch massiv. So, was du wolle. Ah, der will da rein. Ja. Schwimmbad wäre jetzt auch eine gute Abkühlung. Aber jeder muss natürlich bis vor die Haustür gefahren werden, das ist ja völlig klar. So, ich habe eine Stelle hinter Koblenz-Kesselheim im Kopf, da fahren wir jetzt hin. Ihr guckt erstmal das Intro und dann gibt es noch ein paar. Was uns jetzt natürlich noch zu unserem Glück gefehlt hat, ist Stop and Go auf der B9. Da ist weiter vorne eine Baustelle, da stand ich vorhin schon mal beim Einkaufen. Allerdings müssen wir jetzt hier leider lang, um zu unserem Punkt zu kommen. Ich hoffe, das geht sich aus. Also, ich zeige euch nachher von einer namhaften Wetterwebseite noch Daten. Hinsichtlich Temperaturen, Taupunkte ist heute auch ein ganz großes Thema. Es
sind schon einige kräftige Gewitter unterwegs. 30 Kilometer nördlich von hier, also von Koblenz, hat sich heute Mittag schon was gebildet. Das Ding ist jetzt eine richtige Superzelle, kann man schon sagen. Hat sogar eine Tornado-Warnung. Ja, wir reden heute auch über Tornado-Warnungen. Also es ist heute alles geboten, was das angeht. Oh, der ist liegen geblieben. Das ist natürlich relativ bitter. So, jetzt fahren wir hier so mit 35, 40 km/h rüber. Ich habe schon ein Auge nach links. Da wird es schon bedrohlich dunkel. Das heißt, zu unserem eigentlichen Platz schaffen wir es kaum noch. Deswegen müssen wir jetzt mal was Neues ausprobieren. Und ja, hier bei uns ist eher dann der Regen das Hauptthema. Also es wird ganz gut runterprügeln. Entschuldigt die laute Klimatik, ohne halte ich es nicht aus. Oh, da staut sich aufgelöst. War das eine Tagesbaustelle, dass die jetzt Feierabend machen? Dann die wissen auch, was kommt. Dann geht es jetzt doch etwas zügiger voran, als man das so hätte denken können. Das ist doch gut. Das bringt uns entscheidende Minuten. Hier war vorhin alles Stau gewesen und hier ging es dann jetzt los mit dem Einspurigen. Ich wollte schon Eingleisigen sagen. Ja, ich bin Eisenbahner, entschuldige. Leider bin ich allein heute unterwegs, wieder mal. Und bin doch jetzt relativ angespannt. Das merkt ihr vielleicht an meinem stockenden Sätzen, weil ich habe solche Karten wie vor heute lange nicht gesehen. Es hat sich bereits die NINA-App bei mir gemeldet, die Warn-App des Bundes. Es gibt ja zwei Stück, einmal NINA, einmal Katwarn. Sollte auch, finde ich, jeder auf seinem Handy haben. Die haben sich schon gemeldet. Offizielle Unwetterwarnung bis 16.30 Uhr. Großhagel, schwere Sturmböen, Starkregen, das Übliche. So, wir fahren jetzt hier runter, müssen dann noch durch ein Industriegebiet und dann sind wir da, wo ich denke, dass wir hingehören. Oder? Warte mal. E70 fahren, da hinten ist auch Freifläche. Nee, traue ich mich nicht. 50. Ja, ich hätte mal 10 Minuten eher losgemusst. Egal. Sodass wir uns auch einen guten Platz hätten organisieren können. Und nicht den nächstbesten. Oh, und dann gleich noch eine ganze Nachtschicht. Hollalalala. Also morgen früh bin ich in Arsch um 5:30. Oh, da ist rot. Das heißt, wir können direkt gechillt ausrollen. Dann ist wieder grün. Da fährt ein Güterzug. Es wird kein Trainspotting. Hier ist übrigens die eine Stelle, wo man hinfährt, wenn wir in Kesselheim spotten wollen. Ich war gestern, am gestrigen Tage, das kann ich schon mal sagen, obwohl Spoilern ist das gar nicht mehr, weil ich das ja schon bei Instagram gespoilert habe. km/h für 3,5 Tonnen, nee, so schwer sind wir noch nicht. Ich war gestern mit der Freifahrt unterwegs und habe das erste Mal in Niedersachsen einen Bahnübergang gefilmt. Ja, bis der dran ist, na, geht noch viel Zeit ins Land. Und jo.
bin ich an dieser Stelle vorbeigefahren. Genau, so kam ich drauf. Ja, zugewachsen ohne Ende, ne? Also für die Sommersaison ist das nichts. So, ist das das hier, was ich meinte? Ja, müsste es sein. Ich habe übrigens keinen Regenschirm dabei, wie immer. Nee, jetzt haben wir den LKW vor der Nase. Nein, ich habe die Zeit doch nicht. Der gute Herr, der hat einen Regenschirm. Aber gut, da können wir uns entspannt eine Stelle suchen. Jetzt fahren wir hier aus dem Industriegebiet raus. Links von uns ist ein Lager der Supermarktkette Rewe. Nicht, wann ich hier zuletzt mal lang gefahren bin. Oh, LKW macht keinen Mist da vorne. Aber sehr weit rechts auf der Fahrbahn. Na gut, jetzt kriege ich mir ja mit 50 hinterher. Aber es ist okay, wenn man was sucht. Ich habe hier nur die Freifläche in Erinnerung. Und ich weiß halt auch noch nicht, wie man jetzt auf diese Freifläche hier reinkommt. Schöne Kulisse. Aber hat er da vorne gesoffen oder was? So, jetzt unterqueren wir noch die Autobahn. Wie es aussieht. Nein. Bringt uns das hier was? Ja, wir probieren es mal. Kommt da was? Hey, hier könnten wir. Na guck mal, hier könnten wir gleich unter die Brücke, um uns Schutz zu suchen. Ja. So, ich drehe noch eben einmal um. Nee, das war nicht gut. Ja, ich bin jetzt auch nicht hier so der Rangierprofi. Es ist zu empfehlen, dass man. Aber mache ich das denn so mies? Oh, schon mal die Klima leiser. Mache ich das denn hier so schlecht? Tatsächlich, du. So, ich hole euch mal raus. Ja, toll, alles gut. Froh, dass Fernsehen nicht riechen kann. Die Luft ist abscheulich. Gut, kleiner Nachteil, wir sind jetzt direkt neben der Autobahn. Es donnert auch schon.
Dann stellen wir erstmal erfreulich fest, dass der Notarzteinsatz am Bahnhof Düsseldorf Flughafen nach nur 4 Stunden beendet ist. Ah ja, da ist eine richtige Linie draus geworden. So, wo sind wir denn? Zwischen Koblenz Wallersheim, St. Sebastian, Kaltenengers. Also ein Stückchen nordöstlich. Ach du Heiliger. Das sieht doch mal sehr gut aus. Den ganzen Viechern, die hier durch die Luft fliegen, gefällt das auch ausgesprochen gut. Wobei der Regenschwerpunkt etwas weiter westlich liegt. Nordwestlich liegt. Die Zelle im östlichen Sauerland hätte ein Tornado rausgerotzt. So, ich bin jetzt auch draußen, knapp ein Stück nordöstlich von Koblenz. Nehme das Gerät in Empfang. Es ist dunkel, es grummelt, ich sehe jetzt aber noch keine Frontlinie oder ähnliches. Kleiner Nachteil, ich stehe ziemlich dicht an der A48 dran. Aber ja, 5 Minuten eher die losfahren müssen. Aber ansonsten geht jetzt richtig hier, nicht nur hier, richtig die Post ab. Ja. So, die Richtung. So, ich wollte euch noch ein paar Parameter präsentieren. Erstmal das aktuelle Radarbild. Fängt so ein bisschen an zu tröpfeln. Schon ein stärkeres Gerät auf jeden Fall. Aha. Laut des Dopplerradar würde das Ding rotieren. Ich würde das Ding gerne erstmal sehen. 20 Grad sind es noch. Der Taupunkt wird locker bei 20 liegen. Und wenn da hinten gleich die Landschaft verschluckt wird, dann wissen wir Bescheid. Zur Orientierung.
Da hinten ist wieder der Fernsehturm oder die Landmarke, wie ich es immer sage. Ach, muss das jetzt schon regnen? Mann. Ja. Okay. Habe es erkannt. Wir werden uns noch mal ein Stückchen verlegen müssen. Aber auf die Brücke hier kommen wir gleich noch mal zurück. Denn ich will noch mal sehen, was hinter der Kurve ist. Also einmal unter die Autobahn durch. So. Da ist nachher eine Fluchtmöglichkeit. Okay. So. Düsen wir noch mal ein bisschen weiter. Weil was uns da so ein bisschen fehlt, ist halt der Blick Richtung Nordwesten, wo das so hauptsächlich lang zieht. Herzlich willkommen in St. Sebastian, Landkreis Main-Koblenz, Tempo 30 von 6 bis 20 Uhr. Durch den Ort fahren wir jetzt einmal durch. Die 30 waren schon aufgehoben, ne? Na gut, viel schneller möchte ich hier gar nicht fahren. Bushaltestellen haben alle neue Schilder bekommen. Wurde auch mal Zeit. Die alten waren sehr verbraucht. Ja, 30. Kids. Sind wir natürlich dann vorsichtig unterwegs. Ja, hier ist eine Schule. Eine Grundschule. Das ist nett von dir. Bedanken wir uns. Ja, wir stehen da. So. Eine relativ enge Bebauung. Alter, hört der Outboard mal auf? Der sportlich dran da vorne. Ey. Vielleicht auch ein Chaser. Ja, was hat's gebracht? Nichts. Ah, er hat ein E-Auto. Dann darf man natürlich das. Das ist was, um da vorne abzubiegen. Wow. Der nächste darf so ein Ding hier stehend durch die Gegend. Ach du Scheiße. Eieiei. Ach, es geht direkt über nach Kaltenengers. Schönen Dank.
scheiße. Es ist rabenschwarz nach links. Bezweifle, dass wir gleich nochmal aufbauen können. Ach, das ist toll. Du willst eigentlich nur schnell raus aus dem Ort und dann kommen zwei Orte hintereinander. Da hat's geblitzt. Ja, dann können wir uns unsere Hagelschutzstelle auch in den Allerwertesten schieben. Weil die ist jetzt auch schon wieder weit weg. So, da vorne ist der Ort rum. So, guck mal. Ja, wir kommen jetzt an die Urmetzer Eisenbahnbrücke. Da habe ich übrigens meinen ersten Instagram-Post gemacht. Ja, wir fahren direkt in den Starkniederschlag jetzt rein. Aber unter der Brücke hier kann man sich wiederum auch verstecken. Denk ich mal. Sehe auch noch nichts zum Einbiegen. Klar, hier ist der große Parkplatz, aber hier ist so viel Grün. Hier kannst du nicht stehen bleiben. Gut ist es. Na super, nächster Ort. Ach Mann, Urmitz. Was gilt denn hier? 50. Okay. Hört sich unter einem nicht so unbedingt danach an. Wo wir sind. An der Ecke mit ziemlich viel Grün. Noch in Erinnerung, dass da hinten eine Freifläche käme.
Gut, dann sortieren wir uns hier mal ein. Das wird ein Volltreffer. Wir sind ein bisschen weiter nördlich. So, weil es am Blitzen ist, gehen wir jetzt auch nicht mehr raus. Die Unwetterwarnung wurde bis 17 Uhr verlängert. Oh. Alles klar. Noch geht's mit dem Niederschlag. Es euch einmal gezeigt haben, das ist die Frontlinie, hat sich frisch gebildet, man sieht so richtig, wie das da so richtig schön geil runterhängt, schöne Böenfront. Und blitzt in einer Tour.
Dann ist da vorne noch mal was. Aber der Weg ist nicht gut. Wenn wir hier stehen bleiben, wird das hier eine matschige Angelegenheit an den Rändern. So, Fenster zu, können blitzen. So, parken wir uns einmal um. Leute, dafür fährst du doch raus. Da wird der Kern grünlich. In welche Richtung gucken wir denn jetzt hier eigentlich? So, wir machen einmal dem LKW Platz. Ich habe Bock, eine Runde zu diskutieren. Gerne. Hi. Servus. Hi. Wieso hast du ein Foto gemacht? Von Gewitter. Ah, von Gewitter? Ja! Ah, weil es war ein paar Kirchen und habe ich... Was du machst, ist mir total egal, aber... Ah. Aber da ist dicker Hagel drin. Bring dich mal in Sicherheit. Also, willst du rausfahren? Warte, ich weg. Alles klar, dann kann ich wieder rum. Danke! Er war der Meinung, dass ich ihn fotografiert hatte. Habe ich aber nicht. Er macht, ist mir eigentlich egal. So, jetzt gucken wir hier in die friedliche Ecke. So, er düst. Kommt noch einer? Ja, kommt noch einer. So. Ja, und jetzt ist das Ding schon fast über uns, ne? Alter Schwede, ey. Leute, leck mich am Arsch. So, der kommt halt durch, das geht. Ja, ist halt eine Werkszufahrt, ne? Muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Alter Schwede, ey. Ho, ho, ho. Ja, alles klar. Genug Aufzug genossen. Jetzt wird's Zeit abzuhauen. Sonst geht das hier nicht gut aus.
Wird auch direkt richtig dunkel so, ne? Merkt man. So, es kommt von da. Dann hauen wir in die Richtung ab, in der wir gekommen sind. Jetzt kommen wir in den Sturmbereich rein. Und jetzt wäre was zum Unterstellen ganz nett.